Anzeige sollte aktualisiert werden. Bei dir ist er aktuell, Adam. Einspielen. Genau, und dann spielt er die DNA-Beläge. Ja, auch hier klasse Eröffnung auf den. Gut, auf jeden Fall. Schießt da gern mal Bälle. Und jetzt was für eine Rückhandbanane. Ja, Eröffnungen sind, man kann schon sagen, genial. Weil es auch nicht zu erahnen ist, was da passiert. Ja, Dima spielt, falls ihr es wissen wollt, sein Holz. Also Truls hier eigentlich mit einer guten Idee. Was, ja, genau. Ihr seht die Rotation, auch wenn es nicht ganz scharf war, wieder das Bild. Aber Wangxi natürlich da auf der Höhe, voll konzentriert. So, ja, und auch jetzt nochmal 9. Der TDR-Punkte schreiben. So, ja, jetzt. Das sieht man einfach, wenn er reinkommt. Eröffnungsball, Wangxi hinten. Platzierung ist so gut. Was vielleicht noch interessant zu wissen ist. Ja, wie schon eben gesagt, also Spiel jetzt von Anfang an. Außergewöhnlich auch. Ja. Also noch unkonventioneller als Ricardo Wald, wenn du die Berichte über Josie Neumann oder so gesehen hast. Ja. Mit 3 oder 4 schon Tischtennis krass, gespielt. Ja. Da ist das natürlich ein Unterschied, aber auch hier seht ihr, auch wenn man mit 7 angefangen hat, für die, es ist ja noch einiges drin auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also auch da wieder, habt ihr den Winkel gesehen. Oh, schade. Oh ja, das erste Mal jetzt. Wirklich. Ging ab, ja. Also ja, sehr überlegt. Taktisch sehr klug. Ja. Ja. Weiß genau, welche Bälle er haben will. Und ja, interessante Ausholbewegung beim Aufschlag. Jetzt haben wir kurz ein Thema. Ja, eigentlich starker Eröffnungsball. Also, Satz durchgebracht, 2-0 Führung. Es soll auch dann wählbar sein, wer MVP quasi der Spieler werden sollte nach jedem, ah, okay. Nach jedem Spieltag quasi, oder? Ja, ich glaube, bei ihm weiß man nie, was kommt bei Morigas. Ist echt schwer als Abwehrspieler da irgendwie was zu machen. Naja, auch hier eigentlich wieder der Winkel das Entscheidende, nicht die Schlaghärte. Was ist für Wangxi? Hier schön gefühlvolle. Wie sieht es aus in Mainz? Sollten wir nicht sagen, haben wir eben mitgekriegt, weil manche das scheinbar noch schauen wollen. Deswegen am besten selber nachschauen im Live-Ticker oder halt einen zweiten Stream aufmachen. Ja, Riesenballwechsel auf jeden Fall jetzt. Replay kommt. Beide kommen ins Spiel, haben die Möglichkeit. Gute Reaktion von Wangxi dann. Bisschen auf den Schläger gespielt von Morigard. Platzierung nicht richtig gewählt. Ja, auch hier wieder super. Immer mit dem Topspin nach Hause macht er immer. Jetzt auf jeden Fall offenes Spiel, ihr seht. Ja, wieder. Es wird nicht einfacher gegen Abwehr im Laufe des Spiels. Vor allem, desto länger Spiel geht, desto schwieriger wird es eigentlich für den Angreifer meistens. Ja, jetzt starker Ball wieder. Genau. Wahrscheinlich einen schwedischen Kommentar, den wir leider nicht. So, und jetzt, ihr seht die typische Geste, die Jubelgeste von Truls. Auch das hat unter anderem, wenn man im Forum liest, schon zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Aber